Bernd Siebert, der Wahlkampf auf den Zielgeraden, bisher eher durch Sommerpause und verschiedene andere Situationen mehr im Netz stattgefunden. Jetzt geht es auf die Straße, auf die Dörfer, zu den eigenen Wählern, aber auch die Unentschlossenen müssen jetzt noch überzeugt werden, denn das sind ja eigentlich die Wichtigen. Laut letzten Umfragen sind es immer noch fast 40%, die unentschlossen sind. Große Themen waren Sicherheit, sind Renten, sind Digitalisierung. Fangen wir mal mit der Sicherheit an. Sie sind ja der Verteidigungsexperte hier und auch immer sehr in der Region um die Bundeswehr bemüht gewesen. Jetzt spielen Truppen des Warschauer Pakts, hätte ich bald gesagt, jetzt spielen Russland und Weißrussland direkt an der NATO-Grenze mit zwischen 10 und 100.000 Mann Krieg, keiner weiß es so genau, Zapot, Westen heißt das Manöver. Wie gefährlich ist so eine Situation für die NATO, für die Sicherheit in Europa? Naja, ich habe eigentlich gedacht, dass diese Art Manöver vorbei sind, dass das eine Frage der Geschichte ist, dass man sie gegenseitig abspricht, dass man sich gegenseitig informiert, und das findet eben nicht statt. Das haben wir schon mal vor ein paar Jahren gehabt, als die Krim annektiert wurde. Da gab es auch vorher ein Manöver und da haben sie das geübt und dann haben sie annektiert. Und wir wissen ja auch, dass die Ängste in den baltischen Staaten ganz intensiv vorhanden sind. Also mir gefällt das nicht, was dort im Moment von den Russen initiiert an Übungen stattfindet. Und ich denke, wir werden das auch ganz genau beobachten müssen und aufpassen müssen, dass da nicht irgendetwas sich daraus entwickelt. Das heißt aber, um die Sicherheit in Europa, in der EU, bei den Verbündeten zu gewährleisten, das, was Sie schon seit Jahren fordern, personelle und materielle Aufstockung der Bundeswehr, Verbesserung? Ja, wir haben ja in der Tat vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren in etwa, die Situation gehabt, dass wir gedacht haben, wir haben um uns herum nur noch Freunde. Wir brauchen eigentlich die Bundeswehr nicht mehr und wissen heute, dass die Bundeswehr dringend notwendig ist. Allerdings aus den Gedanken damals ist entstanden eine Reduzierung, eine Verkleinerung der Bundeswehr, was Material und Mensch angeht. Wir haben die Wehrpflicht ausgesetzt und all die Dinge, stellen wir heute fest, waren aus heutiger Sicht falsche Entscheidungen. Und wir müssen versuchen, sie Stück für Stück zu korrigieren. Das kostet Geld. Gott sei Dank sind wir wirtschaftlich in einer Lage, dass wir dieses Geld aufbringen konnten. Wir haben innerhalb der NATO versprochen, nicht nur wir, sondern andere Länder auch, dass wir 2% des Bruttoinlandproduktes für die Bundeswehr, was die Zukunft angeht, zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, wir müssen mehr Menschen haben, wir müssen mehr Material haben. Und wir müssen leistungsfähig sowohl, was unsere Auslandseinsätze angeht, als auch was die Verteidigungsleistung in Europa angeht. 2025 ist das ehrgeizige Ziel der CDU, Vollbeschäftigung zu schaffen. Soweit die Theorie. Denn zwar brummt im Moment die Wirtschaft, wie aber sich die Weltwirtschaft in der Tat wirklich entwickelt. Wir haben die Situation, dass man dem Ruf Made in Germany durch eine Branche doch ziemlichen Schaden im Ruf zugeführt hat. Wie will man dieses ehrgeizige Ziel eigentlich erreichen? Wir haben ja jetzt eine Phase in Europa hinter uns, wo eigentlich wir die Einzigen waren, die sich wirtschaftlich weiterentwickelt haben. Aber wir haben immer gesagt, wenn ihr die Reformen durchführt in den anderen Ländern, die wir schon in der Vergangenheit durchgeführt haben, dann kommt ihr auch auf den Pfad der positiven Entwicklung. In dieser Phase sind wir im Moment in Europa. Wir haben auch in der Weltwirtschaft eigentlich eine gute Entwicklung. Aber wir haben ein Problem, was wir in unserem Land selbst haben entstehen lassen und was weltwirtschaftliche Auswirkungen, das haben Sie richtig gefragt, zur Kenntnis zu nehmen haben. Das ist die Autoindustrie. Unsere Kernindustrie, unsere Arbeitsplätze, unser Wohlstand hat sich entwickelt aus der Leistungsfähigkeit unserer Autoindustrie. Und wir haben Fehler gemacht, die jetzt korrigiert werden müssen. Einmal, das sind allerdings zwei Teile von Fehlern. Einmal haben wir innerhalb der Betriebe dafür Sorge getragen, dass eine betrügerische Software eingebaut wird. Wer das gemacht hat, wer dafür die Verantwortung hat, der wird bestraft werden müssen. Das ist ein krimineller Akt, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir ein Problem mit der Abgassituation in den Städten. Die Werte werden kontinuierlich schlechter.
Es wird behauptet, dass die Autos dafür Hauptursache haben. Ich glaube das nicht. Sie sind ein Teil der Ursache. Deswegen müssen wir alle technischen Möglichkeiten nutzen, um die Fahrzeuge in der Abgasproblematik zu reduzieren. Das können wir. Das kostet ein paar Mark 50. Aber ich denke, wenn man das große Ziel, hier die Menschen weniger zu belasten, vor sich hat, muss man dieses Geld in die Hand nehmen. Nun gab es ja gerade in der Automobilindustrie 2010 schon die ersten Hinweise, der blaue Brief aus der EU. Die Bundesrepublik hatte Zeit bis 2018 und die Zeit wurde von der Industrie genutzt, Schummelsoftware in die Autos einzubauen. Also da ist muss jetzt zum Beispiel ähnlich wie bei der Bankenregulierung, dass BaFin eine Aufsichtsbehörde geworden ist, das KBA, das Kraftfahrtbundesamt, nicht genau in dieselbe Richtung gehen und eigentlich eine Aufsichtsbehörde werden, statt abhängig von den gelieferten Unterlagen und Daten der Automobilhersteller zu sein? Ich will nur eine Korrektur anbringen. Es ist also im Moment nicht jedes Auto davon betroffen, sondern in der Hauptsache Dieselfahrzeuge. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wenn die Industrie, mit denen wir jetzt mehrere Gesprächsrunden hatten, nicht selbst einen Selbstreinigungsprozess einleitet und die Probleme, die da sind, selbst behebt, dann werden wir natürlich es notwendig haben, eine Behörde aufzubauen, die das kontrolliert. Mir wäre es lieber, wenn die Industrie das selbst lösen würde. Mir wäre es lieber, wenn die Industrie sich so einstellen würde, dass der gute Verlauf der letzten Jahrzehnte in diesem Bereich auch in der Zukunft fortgesetzt werden muss. Aber der Selbstreinigungsprozess ist notwendig. Aber ich habe da Hoffnung, dass das auch passiert. Mal zu einem anderen letzten Thema vielleicht, das die Leute ganz stark berührt, ist Altersarmut und Renten. Wir haben einmal die Situation, dass natürlich gerade im ländlichen Bereich die Frauen sehr stark betroffen sind, allerdings auch die Männer, die im Sommer vielleicht in kleinen Bauunternehmen gearbeitet haben, im Winter, wie wir in Nordhessen sagen, in den Berg gegangen sind, also im Forst gearbeitet haben, beide haben wenig oder unregelmäßig geklebt, hieß das ja früher. Dann haben wir die Situation, dass vor einigen Jahren jeder, der mit 50 seinen Job verloren hat, im SGB II gelandet ist und da ganz schlecht wieder rauskommt oder überhaupt nicht rauskommt, die heute zwangsverrentet werden, vielleicht mit 700, 800, 900 Euro Rente überleben könnten auf den Dörfern, aber durch die Zwangsverrentung 14% auf Dauer verlieren und in die Kommunen, in die Kreise, in die Sozialhilfe geschoben werden. Wie will man dem begegnen? Helge Braun hat gesagt, ja, man hat die Erwerbsfähigkeits- und Unfähigkeitsrente erhöht. Nun kommt die ja nicht aus der Altersrentenkasse, sondern aus der Unfallversicherung. Das sind ja zwei verschiedene Kassen. Also das Thema Rente ist ein Thema, was uns im Grunde genommen schon seit 15 Jahren beschäftigt. Es sind immer wieder Maßnahmen ergriffen worden, um die Probleme zu lösen. Es sind Einzelprobleme gelöst, denken Sie an die Mutterrente, nur als Beispiel genannt. Aber wir haben ein grundsätzliches Problem. Die Rentenkasse war leer. Aufgrund der Vollbeschäftigung, die wir erreicht haben, ist die Rentenkasse wieder voll geworden. Wir sind in der Lage, unsere Renten auch mit einem Reservoir an Altgeldmitteln zu finanzieren. Aber wir haben genau das Problem, was Sie geschildert haben, nämlich, dass wir im Alter, insbesondere am Land, durchaus das Risiko haben, dass der ein oder andere von der Armutsgrenze überholt wird im Grunde genommen. Und da müssen wir Obwohl die ihr Leben lang gearbeitet haben, gar keine Frage. Da gibt es ja verschiedene Programme. Andere Länder haben das Problem auch gehabt, haben es inzwischen gelöst. Wir müssen da in den nächsten 4 Jahren dran arbeiten. Wenn ich eine Patentlösung hätte, würde ich für den Friedensnobelpreis wahrscheinlich vorgeschlagen, was die innere Sicherheit angeht. Aber ich habe eine Patentlösung nicht. Aber ich fordere von denen, die da mehr Ahnung haben als ich, dass sie sich da dran setzen und in den nächsten 10 Jahren eine solche Lösung herbeigeführt haben, dass die Probleme, die wir Sie eben in der Frage geschildert haben, aufgelöst werden können. Ja, das war ja der Punkt, mit dem die SPD, die also die soziale Ungerechtigkeit so ein bisschen mit verursacht hat mit 2010 und Hartz IV, nun auf soziale Gerechtigkeit geht. Hartz IV, 2010 sind viele, viele Ungerechtigkeiten entstanden, handwerkliche Fehler dazu. Und alle Parteien haben das mitgetragen, außer der Linken. Muss man jetzt nicht endlich mal drangehen und versuchen, die handwerklichen Fehler zu
beseitigen. Das heißt auch dieses, nicht nur fordern, dieses fördern. Das heißt, das Jobcenter, die Agentur für Arbeit muss eigentlich mehr für Weiterbildung, für Qualifizierung tun. Wir brauchen ja Arbeitskräfte. Sie haben vollkommen recht. Es müssen die, die mit dem Thema sich über längere Zeit auseinander, auch wissenschaftlich auseinandergesetzt haben, sich dran setzen, zusammensetzen und Lösungsvorschläge erarbeiten. Jedenfalls geht eins nicht. Wir können nicht kontinuierlich dazu beitragen, das Rentenniveau weiter abzusichern, um die Finanzierung sicherzustellen, sondern das Rentenniveau muss kontinuierlich steigen, auch in der Zukunft. Wir dürfen auch die Zeit, wo jemand in Rente gehen kann, mit dem vollen Betrag nicht nach hinten verschieben. Da gibt es ja eine Diskussion über 70 Jahre. Ich bin der Meinung, die Kanzlerin jetzt auch deutlich gemacht hat, bei 67 ist Schluss. Und jetzt müssen wir die Themen so angreifen, dass wir bei weniger Belastung der Jüngeren eine trotzdem hohe leistungsfähige Rente absichern. Den Weg dahin, hoffe ich, werden unsere Fachleute finden. Ich kann ihn heute nicht vortragen. Das werden wir nach dem 24. sehen. Ja, auch Herr Müller, noch meine Lieblingsfrage ist, die auch Helge Braun sehr ausweichend beantwortet hat, ist natürlich, die AfD ist da. Es gibt die Meinung, je mehr man über die redet, desto mehr macht man das publik. Auf der anderen Seite ist es Strategie. Das hat der Pressesprecher von Herrn Gauland zugegeben. Wenn irgendwo die Kanzlerin spricht, dann treten wir da als AfD auf, melden eine Demo an und fangen an, Radau zu machen. Sie kommt in den Bundestag. Da sind sich wohl alle mehr oder weniger Experten sicher. Die Frage ist, wird sie Oppositionsführer? Und das darf ja wohl nicht sein. Ja. AfD ist ein abendfüllendes Programm. Ich will aber dem Thema nicht ausweichen. Ja, ist man da nicht viel zu lange ausgewichen? Ja, das mag sein. Aber es hat natürlich schon auch überrascht, in welcher Art und Weise, auch was die Auseinandersetzungsart angeht, in unserer Gesellschaft, bei Teilen der Gesellschaft, die AfD Fuß gefasst hat. Ich halte im Kern die AfD für eine rechtsradikale Partei. Aber sie hat Personen, die durch ihre bürgerliche Art sich darzustellen, ein Mäntelchen über diese Rechtsradikalität legen. Aber die Blaupause gab es ja mal. Die Blaupause gab es in der Tat mal. Aber trotzdem, scheinbar sind viele Menschen doch ansprechbar aufgrund ihrer persönlichen Situation, ihrer unzufriedenen persönlichen Situation. Und wir versuchen im Moment dem Wähler klarzumachen, dass mit der Wahl der AfD die Probleme, die sie ansprechen wollen, nicht lösbar sind. Ob uns das gelingt, werden wir am 24. sehen. Und wenn die Umfragen so kommen, wie sich der Moment darstellt, werden sie im Bundestag sein. Aber wir werden in den nächsten 7 Tagen alles tun, um dazu beizutragen, dass die AfD so klein wie möglich im Bundestag. Ja gut, jetzt mein abschließendes Wort, damit der Herr Müller Sie auch sicher zum nächsten Termin bringen kann. Die letzten Wahlen, national, international, haben immer gezeigt, die Umfragen, die einzig sichere Umfrage ist die Umfrage kurz nach vor 18 Uhr, wenn die Leute gewählt haben, und diese Prognose aller anderen, je nach Institut, schwanken ja und man kann sich gar nicht drauf verlassen, und da haben Sie sicherlich recht. Am 24. 18.05 Uhr, wenn die erste Hochrechnung kommt, dann weiß man eigentlich, wo der Frosch die Locken hat. Ja, Herr Siebert, dann erstmal viel Glück für die nächsten 7-8 Tage. Wir sehen uns nochmal am 21. Jawohl, da Fritzler am Domplatz. Genau, bin ich auch dabei. Ansonsten bleiben wir wie immer in Kontakt, denn der nächste Wahlkampf steht ja schon wieder an und da wird auch der Bundestagsabgeordnete nun seine Landtagskollegen unterstützen. Das ist so. Vielen Dank. Ja, zurzeit. Genau. Vielen Dank. Viel Glück. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss.